Hallöchen, hier ist wieder euer Tag und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet und beschäftigen uns weiterhin mit der BS Bank, also unserer First Bank of Springfield, ist ja wirklich so, ist ja unsere erste Bank. Und im ersten Teil haben wir die Bank hier an sich gebaut und heute ist Teil 2, wo wir uns das Ganze von innen drin angucken. Dabei beziehe ich mich auf die Folge, die ich euch in der letzten Folge genannt habe. Für alle, die nicht geguckt haben, blende ich es nochmal ein. Ich werde auch von der Folge viele Bilder einblenden, damit du mal so nachvollziehen kannst, wie gut ich das hier geschafft habe, das hier reinzubauen. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um erstmal zu gucken, wie ich das Ganze mache, weil wir kennen ja die Simpsons, von innen drin ist es meistens ganz anders wie von außen und ich habe die Bank halt jetzt nicht mehr draußen weiter ausgebaut, das heißt hinten auch irgendwie welche Komplexe rangebaut, dass es dann innen drin natürlich zur Folge passt. Dabei habe ich dann natürlich die alte Methode gemacht, wenn man auf seinen Gebäuden auf der Rückseite nichts mehr baut, sag ich mal Fenster oder sonstige Sachen, dann sollte man das Ganze immer versuchen ein bisschen zu vertuschen, ne, dass hinten alles gerade glatt ist. Mein Tipp immer, versucht da Regenrohre hinzumachen, vielleicht auch ein paar Mülltonnen, kannst du ja immer ein bisschen draus, ja eigentlich mal austoben, das Ganze hinten so ein bisschen zu vertuschen, dass es halt glatt ist. In der Folge der Simpsons wurde auch innen drin nie was gezeigt, dass hinten Fenster oder sowas sind oder Durchgänge, dass man hinten raus kann, also von daher ist das eigentlich nicht so schlimm. Ich habe hier natürlich auch gleich noch genutzt, dass wir vom Nachbargebäude eine Mauer hatten vom Parkplatz. Und die habe ich natürlich einfach mal verlängert und das ja, finde ich eigentlich relativ schick. Es wurde auch schon wieder vorgeschlagen, was hier als nächstes kommt, weil ich hatte erst ja gesagt, ich mache hier so einen Parkplatz hinter. Wird jetzt nichts, da kommt jetzt ein anderes Gebäude hin, was ihr vorgeschlagen habt. Was das Ganze ist, verrate ich am Ende der Folge, aber ich glaube 2-3 Leute wissen schon, was das Ganze wird. Naja gut, ich würde sagen, machen wir jetzt das, was auch im Video steht und zwar gucken wir uns die First Bank of Springfield mal an und dann gehen wir vorne einfach mal rein. Tada, hallo, ich möchte gerne ein Konto eröffnen. Ja, das ist immer so. Keiner hier, wenn ich ein Konto eröffnen will. Naja gut, dann gucken wir uns halt alleine um. Und zwar, ja, was kann man zu einer Bank sagen? Eine Bank sieht halt aus wie eine Bank. Ja, super. Ja, was kann ich hierzu sagen? Ich würde sagen, um einen Vergleich zu machen zur Originalbank, gehe ich erstmal hier hin, wo eine Kamera oben in der Decke ist. Es ist auch jetzt, glaube ich, das erste Gebäude, wo wir wirklich Kameras in die Decke bauen. Und es gibt ja heutzutage diese modernen Kugelkameras, kennt man vielleicht, habt ihr schon überall mal gesehen in Banken oder auch in ja auch in Shops oder irgendwie na, in Einkaufszentren. Ne? In Einkaufszentren sind ja auch solche Überwachungskameras. So, und ich werde euch jetzt das erste Bild einblenden von der Folge. Zack, puff, ich habe versucht, immer das gut darzustellen. Also, da hast du schon einen kleinen Kontrast, wie das Ganze halt auch zur Folge irgendwie aussieht. Und jetzt sind wir natürlich hier wieder und können uns das Ganze mal ein bisschen genauer angucken. Und zwar hier vorne beim Eingangsbereich haben wir den Empfangsschalter, wo man hingeht und vielleicht irgendwie Geld einzahlen möchte oder abheben möchte, eine größere Summe. Dann geht man natürlich hier zum Schalter. So, gehen wir einmal zum Schalter hin, finden wir hier gleich ein paar Kulischreiber oder Stifthalter, die man halt so ein bisschen kennt, ne? Können wir hier halt nehmen und unser Formular ausfüllen oder unsere Schrift hinsetzen, ne? Wie das halt so ist. Andernfalls, falls wir natürlich ein bisschen zu viel Papierkram haben, können wir uns hier einfach mal in die Mitte des Raumes begeben und das Ganze hier ausfüllen, falls die Schlange natürlich zu lang ist. Aber bei mir passiert das immer nicht, von daher kann man beim Schalter natürlich bleiben. In der Folge ist an sich hier vorne gar keine Öffnung. Man sieht gar nicht, wo die Angestellten der Bank rein und raus kommen. Von daher, auch wegen Platzbedarf, habe ich hier einfach vorne so einen Durchlass gebaut, nur dass man hier rein und raus gehen kann. Als Angestellter hat man hier natürlich einen harten Job, finde ich, weil in der Folge sahst du nicht, dass die Angestellten hier Sitzplätze haben. Also die Leute stehen hier wirklich einfach rund um die Uhr hier vorne und müssen sich alles anhören, was die Leute hier was gefordert wird. Und da darf man sich nicht hinsetzen irgendwo und man darf hier auch an dieser Stelle sehr vorsichtig sein oder muss vorsichtig sein, da hier auch ein Knopf ist. In der Folge sah man den, als hier auch was passiert ist, und zwar so ein kleiner Banküberfall. Und da wollte einer natürlich, oder ihr kennt es in Banken, da gibt es dann so einen Knopf, ne, dass dann so ein Alarmsystem ausgelöst wird. Und hier ist er genau am Schalter an der Wand platziert. Und ein Angestellter wollte ihn drücken, aber der Bankräuber war cleverer und hat einfach drauf geschossen und da wurde der Alarm ausgelöst. Naja, man kennt es halt. Ja, jedenfalls hier ist das Ganze in einem Schalter. Wir dürfen uns ja eigentlich gar nicht befinden, da wir natürlich hier nicht Angestellte der Bank sind. Ansonsten gibt es ja einen kleinen Geldautomat. Ich weiß, man erkennt es nicht so ganz, dass es ein Geldautomat ist. Aber wenn wir nochmal kurz nach draußen gehen, ist nicht so ein weiter Weg, machen wir mal, sehen wir auch hier Geldautomaten, das gleiche Prinzip, dachte ich mir, das müssen wir auch innen drin machen. Man könnte natürlich auch andere Treppen und so verwenden, wollte ich jetzt nicht. Leider haben wir die Treppen
und Blöcke an sich auch in der Tür und Fenster drin. Von daher ist das Ganze ein bisschen doof, aber es ist leider so. Naja, ich habe hier den Innen auch drin, siehst du hier leicht die Fenster ein bisschen leicht verändert. Da auch in der Folge des Simpsons die Fenster innen drin ein anderes Format haben als draußen, ein bisschen unlogisch, aber naja, man kennt es halt. Ja, so, dann sind wir hier schon mit der einen Hälfte fertig, kommen wir zur anderen Hälfte. Und zwar hier haben wir so den kleinen Beratungsbereich, wo man hingeht, nochmal ein paar Fragen klären kann, vielleicht auch neues Konto eröffnen möchte oder sonstige Sachen, wird man hier eingeladen. Alles sehr offen. Ich kenne es an sich gar nicht, also jedenfalls bei uns in den deutschen Banken, kenne ich nicht, dass man einfach mitten im Raum seine ganzen privaten Gespräche über sein Konto und so einfach hier offen im Raum klärt. Naja, das sind halt die Amerikaner. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber jedenfalls wird es das hier uns so ein bisschen vorgeben von den Simpsons. Also offene Gesprächsräume hier, also ich kann jeder mithören. Ansonsten, was ist hier an der Wand? Ist an der Wand bei der Wirklichkeit hier in unserer First Bank auch so ein paar Tische? Ja, kann man sagen, sind es. In erster Linie habe ich hier an sich unsere Geldautomaten versteckt, die auf der anderen Seite sind. Ich habe es ja nicht so ganz jetzt hier hingekriegt reinzubauen, war mit der Wand und so, dass ein bisschen problemisch oder so ein kleines Problem ist. Und da habe ich einfach gedacht, machst du so ein paar Schreibablagen, kannst leider nichts raufplatzieren wegen den Falltüren, aber ich finde auch mal eine schicke Sache, um Schreibablagen mal hier an der Wand zu bauen. Ja, so, kommen wir dann auf die andere Seite. Und zwar gibt es auch in der Folge, wo die Bankräuber alle in den Safe einsperren. Ich weiß nicht warum, obwohl sie doch eigentlich den Safe ausleeren könnten. Naja, jemals ist es so ein Schließbank-Safe und da habe ich mir einfach mal gedacht, weil wir die Bank natürlich jetzt nicht außen noch verändern, mache ich ja an sich ein bisschen die Wand etwas dicker. Ich hoffe, das fällt nicht so doll auf. Und habe hier einfach mal ein paar Truhen dahinter platziert. Falls du dich natürlich jetzt fragst, hey, die Truhen, bei mir verbinden die sich immer. Kleiner Tipp, falls du Truhen auch so wie Schließfächer nebeneinander stapeln willst, musst du natürlich darauf achten, dass du normale Truhen und Redstone-Truhen nebeneinander platzierst. Die verbinden sich nicht und dann hast du jetzt auch ein gutes Schließfach, ne? Das kann man hier einfach so ein bisschen machen. Natürlich bei den Simpsons ist das Ganze so ein richtiger Raum, aber dann müsste man natürlich die Bank von hinten verändern. Machen wir natürlich nicht. Von daher einfach mal so simpel, so ein bisschen angedeutet. Dann machen wir hier vorne noch unser Gitter zu und fertig ist unser Schließbank-Safe. Ja, und das ist natürlich unsere First Bank of Springfield mal leicht erklärt. Hier natürlich noch ein bisschen Deko-Sachen, ein paar Bilder kann man an die Wand knallen, natürlich ein paar Pflanzen. Darf man auch überall ein bisschen hinsetzen. Sollte nicht übertreiben, wir sind hier immer noch in der Bank, aber so ein bisschen kann man ja hierhin platzieren. Und das ist unsere First Bank of Springfield mal einfach gesagt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus aus der Bank, gucken so nochmal einen Moment kurz von draußen an, kann ich noch einmal rumfliegen. Ja, und jetzt zum Ende verrate ich noch, was wir als nächstes bauen werden. Das wurde ja auch zweimal schon vorgeschlagen. Und zwar machen wir uns ran an einen Waffenladen in Springfield. Wir haben auch an sich keinen Waffenladen, also unsere Stadt ist an sich noch unbewaffnet. Das wollen wir natürlich ändern. Hier in Amerika muss man ja natürlich bewaffnet sein, natürlich auch in unserer Stadt. Ob man da natürlich auch Waffen kriegt, weiß ich nicht. Von daher müssen wir mal gucken, was so in Minecraft alles umsetzbar ist. Aber der nächste Waffenladen wird hier entstehen, würde ich mal sagen. Stelle ich mich vor unserer Bank Safety hin und dann mache ich mich schon ans Werk, das Ganze hier zum Werfen. Mal gucken, wie es hier aussieht. Und ja, ansonsten war es das hier. So, vor der Bank stelle ich mich wie immer Safety hin. Und ihr wisst es, wenn ich Safety stehe, dann war es das Ganze. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wird natürlich, glaube ich mal, bei Springfield sein. Und ansonsten war es das Ganze hier. Dann sage ich nur eins zu dir. Und zwar ganz einfach. Tschüss.